Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Der Koch und ich, wir sind heute zu Besuch bei einem Strongman, dem Thomas. Und ich würde sagen, der Thomas, der stellt sich jetzt erstmal vor. Und dann würde ich sagen, blamieren wir uns mal richtig, ja, oder? Blamieren wir uns mal richtig, denke ich. Hey, ich bin der Thomas, bin 24 Jahre jung und betreibe seit 5 Jahren schon Strongman-Sport. Ja, meine derzeitigen PRs sind Kreuzheben 300 Kilo, Benchpress 200 und Squats 300. Und ich denke, wir kriegen heute mal einen Flo und einen Simon richtig zur Blamage. Den Koch, der Flo heißt Koch. Ja. Achso, der Koch. Peace, peace. Wie funktioniert das Koch? Ja, keine Ahnung, musst du dich reinstellen. Okay. Und dann schon die Hände hoch. Schon die Hände hoch. Wir müssen uns jetzt erstmal aufwärmen. Koch, zeig mal deine Aufwärmübung. Was ist das? Gut für den Rücken aufzuwärmen. Okay. Dann wieder rudern. Und die. Was machst du da? Die Kamera aufhängen. Der hängt den Baum ab. 140 Kilo Leute hier auf dem Gartenzaun. Das Gartenzaun des Todes. Gartenzaun des Todes. Alles klar, Thomas, was machen wir jetzt für erste Übung? Also werden wir erstmal mit Sandsäcken anfangen. Erstmal mit 50 Kilo, dann 75 und zum Schluss noch die 100. Schauen wir mal, wie euch geschlagen wird. Okay, der Koch fängt jetzt an. Geht los. Mit 50 Kilo und los geht's. Okay, 75 Kilo. Schade. Naja, schauen wir mal, ob ich das besser hinkriege. Ich bezweifle es, aber schauen wir mal. Auf geht's. Komm, komm! Komm nochmal! Eher weiter unten oder weiter oben? Mehr mittig. Mehr mittig. Fick dich! Rennt auf! Ich glaube, der Thomas, der muss uns mal zeigen, wie das geht. Puh. Und wie fühlst du dich? War klasse. Easy, oder? Ja, das geht. Nee, ohne Witz. Man unterschätzt das. 100 Kilo sind hier mehr als auf jeden Fall beim Kreuzheben. Weil du das Teil nicht gescheit anpacken kannst. Ja, und damit laufen musst, das ist ja logisch. So, Thomas, was machen wir jetzt für Übung? Also, als nächstes machen wir Atlas Stones über 1,20 Meter Höhe, übers Joch drüber. Und das auf Wiederholungen. Also, quasi die Kugel über dieses. Über diese Linie bringen und hier drauf schmeißen. Genau, richtig. Ja, genau. Hände.
Beine, Beine. Genau, umkreisen. Ich komm mit. Ich komm mit hoch. Und hoch. Nicht mit einem Bein, nicht mit einem Bein. Mit beiden. Ja. Schade. Seit zweiter Versuch. Gib alles, Digga. Nicht werfen. Sieh einfach mal deine Handbeuge. Alter. Das fängt gar nicht mal so einfach. Jetzt zeigt uns mal der Thomas, wie das richtig funktioniert. Eins. Hallo? Ja Leute, ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, der Thomas hat uns gut demonstriert, dass er es einfach drauf hat. So, was machst du jetzt, Koch? Jetzt probierst du mal mit dem Sack. Ich probier's jetzt mal mit Sandsack. Dann zeig mal. Ich glaube, easy. Good job. Yeah, Buddy. Hast du gut gemacht, Koch? Ja, ich schau gleich mal. Sehr schön. Ja, macht Bock. Kann man mal machen. So, Thomas, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Tire Flips. Reifen hat ungefähr 400, zwischen 400 und 500 Kilo. Leider noch nicht gewogen. Allerdings ist er Vollgummi. Vollgummi? Vollgummi, der wiegt einiges. Okay. Und was ist jetzt genau da das Ziel bei der Übung? Wir werden den Reifen anheben, flippen nach vorne und dann wieder die Strecke zurück. Alles klar. Das Wichtigste ist, dass du da einen Magenreifen verwendest. Richtig stabil ist wie Michelin oder so. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Aber der Koch fängt jetzt auf jeden Fall mal an. Mal schauen, ob du das Ding überhaupt hochkriegst, Cory. Schauen wir mal, ne? Stark! Wie fühlst du dich? Richtig gut. Ganz locker. Oh. Simon, wie geht's dir? Anstrengend. Anstrengend. Aber ich denke mal, Simon, bei der Übung haben wir uns recht gut geschlagen. Ich glaub's auch. Easy going, oder? Ja. Wenn er so da liegt, der Reifen, sieht er gar nicht mal so groß aus, wie er steht, ne? Können wir ja mal aufstellen und der Koch stellt sich mal daneben. Ja. Dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie groß das Ding überhaupt ist. Ja, Hammer, oder? Kann ich gerne reinlegen. Leg dich mal rein. Boah, nee, da bin ich zu fett dafür. Und jetzt rollen wir dich gleich runter. Boah, nee. Vor allem, ja, ich noch locker reinlegen. Ey, du kommst da doch locker rein, da komm sogar ich rein, Alter.
Brauchst keine Angst, haben wir mitunter schon nichts. Kommst da locker rein. Komm, hock dich gescheit rein. Alter, da passt doch ich rein. Komm, stell dich nicht so an. Hock dich rein. Der kriegt Angst, dass wir da rumrollen. Schnell wieder raus. Ah, noch nein. Ist kalt. Naja. Nein. Oh. Coole Sache. Leute, als nächste Übung machen wir jetzt mit einem Locklift was. Den hat der Thomas sich komplett selber gebaut, den zeigt er euch jetzt einmal. Das ist ein richtig krasses Teil. Also, ich weiß nicht, du hast es sogar erklärt, dass du verschiedene Holzteile genommen hast und die irgendwie zusammengebaut hast oder zusammengeklebt. Das sind Kanthölzer, einfach aus dem Baumarkt gekauft, mit Holzleinen zusammengeklebt, verfestigt noch und danach eben die runde Baumstammform rausgehobelt und rausgesägt und alles andere noch eben hinzugefügt. Wir können auf jeden Fall mal beim Thomas auf dem Instagram-Channel vorbeigucken, da hat er glaube ich auch dann Bilder zu hochgeladen. Ich packe euch auf jeden Fall mal den Link zu seinem Instagram-Profil unten in die Beschreibung. So, und jetzt geht's hier los. Der Koch fängt an. Der Koch fängt an. Das Ding schwer, Koch? 45 Kilo. Leicht schräg, Simon. Was? Leicht schräg. Ja, ja. Vorne hin ein bisschen. Genau. Auf die Beine. Boah, ich fall noch hinten um. That's what we become. That's what we become. We become. Das ist cooles Ding. Bockt sich. So, jetzt müssen wir den Thomas noch zusätzlich, glaube ich, draufpacken. Wer ist so schön not, macht erfinderisch. Das sind jetzt wie viel Kilo, Thomas? Das sind jetzt 100 Kilo. Also quasi haben wir hier noch 25 drauf und noch eine 2,5er. Genauso auf der anderen Seite und das komplette Teil wiegt 45 Kilo. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ganz locker. Koch, was sagst du dazu? Ja, hat er richtig gut gemacht. Gell? War locker easy, 5 Stück mit 100 Kilo. Ja. Thomas, was machen wir jetzt für Übung? Jetzt machen wir Farmers Walk. Farmers Walk. Farmers Walks. Ich bin der Farmer. Mit 65 Kilo pro Hand. Okay, pro Hand. Also, das ist ein ganz, also es ist ein Startergewicht. Startergewicht. Wie muss man damit laufen? Also ich würde jetzt erst einmal sagen, fürs erste 20 Meter. 20 Meter? 10 her, also alles 10 klar. Hin und 10 zurück. Willst du jetzt anfangen gleich? Warte mal. Ja, die Schürze hat, dass ich jetzt anfange. Was? Bitte? Das hätte ich schon gesagt, dass ich jetzt anfange, ne? Oh. Komm, komm, komm. Ja! Komm, Kochi! Gib Check, Alter. Oh. Und war schwer? Ja, also ich hier, als ich um die Kurve bin, hat es sich so mitgedreht. Good job. Good job. Danke. Der Thomas, der tut jetzt seinen Gürtel hier anseilen. Wie viel Kilo sind das jetzt? Wir haben nochmal überall eine 25er drauf. Das müssten jetzt um die 115 Kilo pro Hand sein. Pro Hand 115 Kilo. Da bin ich aber mal gespannt. Kochi, du auch, oder? Ja, ich auch. Starke Sache. Ja,
Good job. So, jetzt wird das Ganze hier auch noch aufgeräumt. Koch, wie fandest du's? Ja, war richtig cool, Mann. Mal was anderes wie Bodybuilding. Hat Spaß gemacht? Ja. Kommst du nicht rein, oder was? Nee, ich bin zu groß. Du bist zu groß? Wie oft hast du das im Leben schon gesagt? Noch nicht oft. So Leute, wir sind durch. Hat richtig, richtig Bock von meiner Seite aus gemacht. Koch, was sagst du dazu? Ja, war mal ein richtig cooler Tag, würde ich sagen. Hat richtig Bock gemacht. Thomas, vielen Dank. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder vorbei. Und mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart. Gehen wir jetzt pumpen. Gehen wir noch eine Runde ins Fitnessstudio? Na klar, Mann. Okay. Ja, pumpen. Also der Link vom Thomas ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Könnt ihr mal abchecken. Ist ein cooler Typ. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Sag mal, oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Oder auch immer, wenn du das Video gerade schaust. Oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Was? Oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Nee. Sagst du? Ich krieg das auch nicht hin. Meine Fresse, oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Haut rein, Freunde. Peace. Schon, na klar. Sag mal, na klar. Na klar.